Hi Leute, willkommen zurück zu Alan Wake 2. Wir sind im Pflegeheim Valhalla und sollen hier nochmal mit allen quatschen und natürlich Thor finden. Ja, letztes Mal hat uns Achti hier einen schönen Jumpscare beschert, danke dafür. Steht er noch da oben? Ne, er ist wieder weg. Ey, der Typ, der ist so unheimlich, der taucht halt einfach auf. Ach ja, hier, Mandy May, sie hat übrigens die ganzen Dinger gemacht, diese Wolldinger. Ich weiß nicht, ob sie auch die Steine gemacht hat, aber ich schätze mal nicht. Die uns immer zu den Lunchboxen führen, finde ich voll nett. Danke, Mandy May. Auch wenn die alle so ein bisschen komisch sind. Hier ist Norman. Oh, jetzt ist es weg. Das ist ein Ort, nee, hier, das. Relevanter Ort, das Büro. Hier können wir nicht rein. Also ich finde, ich habe hier die ganze Zeit irgendwie so einen Schauer über dem Rücken, weil. Das war schon sehr gruselig und ich habe Cynthia Weaver schon wieder verwechselt mit Barbara Jagger. Mann, das passiert mir ständig. Cynthia Weaver ist die gute Barbara Jagger, war die vom Bösen beseelt wurde. Ja, Thors Zimmer sieht wild aus, aber ich glaube, hier ist gar nichts. Oh nein, die Bassdrum. Hat jemand eingetreten? War er das? Schöne Bassdrum. Sie trainiert noch. Teezeit um 2:30. Okay. Es gibt auch Kaffee. Ein Tablett mit Lernt die das alles auswendig? Wenn jemand Geburtstag hat, stattdessen Kekse. Okay. Also gibt es. Ja, wenn man halt sonst nichts hat, auf das man sich freuen kann, dann aufs Essen. Das kann ich verstehen. Ich finde es irgendwie cool, dass sie Workout macht. So, Rose, wie sieht's aus? Gib uns jetzt mal eine Karte, dass wir weiterkommen. Da ist er wieder, Achti. Aha. Das hätte ich fast übersehen. Botschaft angekommen. Laut und deutlich. Auf deinen größten Fan ist immer Verlass. Aha. Nach all der Zeit ist sie immer noch so ein Riesenfan von Alan Wake. Weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Wirst du an der Hirschfestparade teilnehmen, Mandy May? Den ganzen Tag von lauten Betrunkenen umgeben? Ja, ich definitiv. Würde mir lieber diese Nadel ins Ohr stechen. Warum hat sie es immer mit den Nadeln ins Ohr stechen? Sie wollte ihm auch schon die Nadel ins Ohr stechen, wenn er weiter so frech ist. Ach mal. Hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht. Kann ich vielleicht mal rüber so ins Wellness Center? Oder gibt es hier noch was im Büro zu finden? Im Ausstellungsraum, in diesem Creepy. Das sind alles die alten Bilder von Alan. Alex Casey. Der Pappaufsteller. Den Barry die ganze Zeit rumgetragen hat. Ich kann mir vorstellen, ja, dass Rose das gemacht hat. Dann sind wir, glaube ich, erstmal fertig, ja? Ich bin mit den anderen Personen in. Also mit den Andersons im Pflegeheim und für das Tor. Habe ich doch. Also Tor finde ich nicht. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Wellness Center. Das ist alles abgeschlossen, beziehungsweise ja, wir brauchen wieder den Schlüssel dafür, ne? Sagt ja, hier geschehen schlimme Dinge und. Naja. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo es noch weitergehen soll. Ich komme mal kurz auf meine Falltafel. So, was haben wir denn hier? Die Anderson-Brüder. Das Schlafzimmer wurde verwüstet. So, gut. Thor geht es nicht gut. Hier stimmt irgendetwas nicht. Ah, irgendwas stimmt nicht mit Thor. Ich habe Odin gesagt, er soll sich das ansehen. Wellness Center. Da macht das Kultverstecke. Oh, da gibt es noch einige. Verstecke im Wald außerhalb von Bright Falls. Steckt vor Elderwood Palace Lodge.
So, Versteck in einem verlassenen Pickup-Truck außerhalb von Bright Falls. So. Eieiei, es sind immer noch echt viele hier überall. Eine noch in Watery. Dichter, aber ich glaube, das war noch nicht zugänglich später, ja. Ja gut, die Info hatten wir ja schon vorher mit Thor. Ah, na gut, jetzt geht das erst. Thor ist im Wellness Center, nicht wahr? Nein, er ist, ja. Aber Sie sollten da jetzt wirklich nicht reingehen. Sperren Sie die Tür auf, Rose. Das ist eine FBI-Angelegenheit. Aber es gibt da einige Dinge, die Sie... Ja, okay. Ich lasse Sie hinein. Danke, Rose. Oh, gib mir einfach die Karte, dann kann ich mich hier ein bisschen umsehen. Oh, also ich wollte gerade was sagen, ne? Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Stimmt. Danke. Bei dieser Frau läuten alle Alarmglocken. Ja, vor allem, was wir schon gehört haben, dass sie irgendwie... dass sie da schon mit dem Ventilator geredet hat oder so Sachen, ne? Das Wellness Center. Thor bräuchte Hilfe. Aber weshalb? Wird er auch zu einem Besessenen? Dafür sollen sie ja schon zu alt sein, oder? Hieß es doch. Thor wird besessen. Wo ist Thor? Also um Kultmitglieder zu sein, aber besessen kann man ja, glaube ich, ist ja egal. Aha. Oh, schön. Kennt ihr das, wenn der Himmel so gelb ist? Und vor Gewitter oder während Gewitter wird das voll schön. Bäuchchen! Brauchen einen Bolzenschneider. Na, mein alter Nemesis. Vorhängeschlösser. Wellness Center Bright Falls. Alter, direkt geht die Musik los. So, wo sind wir denn? Stationsaufnahme, Personalraum, Werkstatt, Sicherheitsraum, Untersuchungsräume, Arzneiausgabe, Patientzimmer, Büro, Rehabilitation, Speisesaal, Küche. Das ist voll geil hier. Das ist größer als ganz Bright Falls hier, diese Anlage. Valhalla, Deliverance. Sei bereit, Saga. Eieieiei. Oh, war da Licht? Also ein Safe Spot? Ah ja. Warte, da komme ich gar nicht rein. Ja. Hallo? Das Tor? Thor? Ich bin Saga Anderson. Großvater! Ich knall dich mit der Armbrust ab. Oh Mist. Ich hasse das. Oh komm, noch mehr Zeug. Aber noch nicht genug. Wo ist er hier am Wüten, hä? Patientenzimmer. Da vorne? Oh ja, da sieht es danach aus. Was haben wir denn hier? Thor wird verhext. Thor Anderson hatte Blitze in seinen Adern. Das war Rock'n'Roll, Baby. Dieses Viva-Mädchen hatte ihn mit ihrem Bann in ihren Bann gezogen. Thor würde alles tun, was sie von ihm verlangt. Thor hat es verdient. Thor wollte es.
Sie wollte den Song, ein Geschenk. Er musste ihn für sie besorgen. Danach war es zu spät. Thor schwang frustriert seinen Hammer. Der Funke war erloschen. Schwarze Flüssigkeit vernebelte seinen Geist. Ein schlechter Trip. Thor kämpfte dagegen an. Er war stark. Er würde nie gefangen werden. Aber die Dunkelheit konnte ihn immer noch ertränken. Thor musste jemanden warnen. Es geschah alles wieder. Tom war zurück. Auf dem Weg zurück. Auch Tom würde Hilfe brauchen, wenn er es schaffen wollte. Die Brüder waren zu alt, um es dieses Mal zu verhindern. Thor hatte jemanden angerufen. Jemanden, der helfen konnte. Der Name entglitt ihm. Ertrunken in dunklem Wasser. Thomas Zane eine immer größere Rolle zu spielen scheint hier, ne? Voller Blut hier. Er hat seine Verbände abgenommen, obwohl er schwer verletzt ist. Wieso? Thor war hier. Doc, Rose und ich fanden Mr. Anderson bewusstlos neben dem Telefon. Verbrennung an der Hand, Schnittwunde am Kopf. Er war bewusstlos. Wir haben ihn hierher gebracht. Er nimmt sich schon die ganze Woche seltsam. Pass auf ihn auf, er ist ein VIP. VB. Sag mal, der hat... Also von wegen, der hat... Die haben ja gesagt, so, der hat sich auch einen Stromschlag geholt. Also beides wohl. Der hat sich den Kopf geschlagen und... Also selber auf den Kopf geschlagen. Und, nee, warte hier. Und hat sich auch noch an der Steckdose verletzt. Aufzeichnen sagen, dass Thor sich immer auffälliger verhält. Blutiger Verband. Das Bett ist leer. Ne, wo ist Thor? Und dann ist noch der Blitz in den Adern. Thor ist das Ziel. Er braucht Hilfe. Kein Besessener manipuliert ihn das Dunkel, zerstört es ihn. Was war das? Blablab. In der Motte. Da geht's in den Gang. Ist bestimmt hier irgendwo hier. Von der anderen Seite verschlossen. Jo. Hier ist er bestimmt auch nicht. Ich wette, er ist da hinten durch die Doppeltür. Den Schuhkarton? Ja. Ja, es wird nämlich Zeit, mal wieder. Ich habe halt so wenig Sachen dabei, ne? So. Und sortieren so ein bisschen. Habe ich eigentlich auch genug. So. Diese Kanister leider nicht so gut, diese Propantanks. Aber ist egal. Oh je. Schlussfolgerung schon verfügbar. So ging durch die Tür der Cafeteria. Thor hat das Wellness Center verlassen. Bestätigt. Das Thor befindet sich im Wellness Center. Das Thor? Ja, aber das haben die falsch übersetzt. Thor befindet sich im Wellness Center, nicht das Thor. Okay. Treppen steigen oder was? Für die Gesundheit. Oh! Oh, hey! Oh, Alter. Du blöde Sau. Hier wurde elektronisch. Hier der Cafeteria. Vielleicht wird es ferngesteuert. Ich muss die Steuerelemente finden.
Da war doch gar keine Riegel davor. Ich glaube, die Türen machst du übrigens auch mit einem Fußschalter dicht. Also die sind an dem Boden verankert, diese Schwingtüren. Aber ist ja auch egal. Saal. Was muss ja jetzt passieren, wenn die Tür dann... Oh ne, jetzt ist sie zu. Okay, eben war sie nur noch auf. So ein Spalt, meine ich, als ich geguckt habe. Ein Elektronikschloss. Ferngesteuert, wie es aussieht. Wütet da immer noch rum. Er hat einfach keinen Bock, sich übernehmen zu lassen vor der Dunkelheit. Oh Gott. Es ist nicht natürlich. Okay, es stürmt wieder wie blöd. Oh Gott, jetzt ist halt vielleicht einfach Nacht geworden. Also war blitzeblank hier alles, ne? Du brauchst eigentlich voll viel Personal, um sowas hier zu leiten. Oh, das Jagdgewehr. Das ist schon wieder so ein ekelhaftes Jagdzimmer hier. Bei dieser Tür fehlt der Griff. Oh nein. Ein Sicherheitscomputer. Sag mal, da wird aber nicht voll beladen. Was war denn hier? Wladimir Blumen? Warte mal. Na gut, ich weiß nur Vlad, das war einer aus Max Payne, aber... sie wurde in die ehrwürdigen Reihen unserer geheiligten Organisation aufgenommen. Als solche werden sie sich unserer edlen Sache anschließen und in unsere bestgehüteten Geheimnisse eingeweiht. Die Zeremonie findet traditionsgemäß am Tag nach dem nächsten Neumond statt. Die Koskela-Brüder gehören nicht dem Kult an. Sie sind die Anführer. Was? Der Kult des Baumes heißt sie willkommen. Jaco und Ilmo Koskela. Was? Ausgerechnet die beiden. Die sind doch so nett. Oder so lustig. Ich weiß nicht, ob die nett sind, aber die sind auf jeden Fall lustig. Oh nein. Jaco und Ilmo leiten den Kult an. Hä? Kultinformationsbrief an Wladimir Blumen adressiert. Oh. Ah. Ach ja, jetzt kommt noch ein neuer Zweig. Bestätigt Kultmitglied. Eieieiei. Ausgerechnet die beiden, Mann. 16. Ne, erstmal hier. Erst Tag, dann Monat. Er nutzt das europäische Format. Ja, wie es jeder tun sollte. Aber ist ja egal. 14.8. Ein schlechter Tag. In diesem Haus geht immer etwas kaputt. Immer muss ich etwas reparieren. Alte Leute respektieren mich nicht. Ich sollte um eine Gehaltserhöhung bitten. 15.8. Hurra, der Zulassungsbescheid ist da. Jetzt bin ich mit dabei. Was? Dos Vidania. Achso, an den alten, langweiligen Vlad. Hallo an den aufregenden neuen Mann in der Stadt. Ich werde das mit Wodka und Heringgebühren feiern. Diesen Monat wird alles anders. 16.8. Ich habe mich um den toten Waschbären drüben beim Bunker kümmern müssen. Er stank schon sehr übel. Nicht gut für meinen Kater. Oh Mann. Warum ist das hier nicht dazu? Die anderen sind Brüder. Was? Warum wird das nicht? Okay, das wird wohl nicht dazu gezählt, obwohl ich es gerade gesammelt habe. Und dann hier, dann... Schedule, also ein Plan. 5. Mai Vollmond, 12. Mai drittes Viertel, 19. Mai Neumond, 27. Mai erstes Viertel. Ja, das ist halt ein Mondkalender, ne? Ey. Self-Defense Courses.
Für alte Leute. Er fordert ein Passwort. Und eigentlich auch einen Durchsuchungsbefehl. Ja, eigentlich. Aber hey, was soll's. Wow. Wie bist du denn drauf? So. Wieder der Cafeteria. Der Computer steuert die Tür, die Tor benutzt hat. Ah, das hat was mit dem Mondkalender zu tun. Ferngesteuert, verschlossen. Zugang per Sicherheitspersonal. Terminal. Einige Datumsangaben sind eingekreist. Der Kalender zeigt auch die Mondphasen. Blum freut sich auf ein Ereignis im August. Und ein Brief, laut dem die Initiation am Tag nach dem Neumond stattfindet. Ich habe alles, um das Passwort zu entschlüsseln. Ja, der Schlüssel zu Blums Passwort ist irgendwo in seinem Büro versteckt. Im August, am Tag nach dem Neumond. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Hoppala. Entschuldigung, ich muss kurz Aggressionen auslassen. 17. August. Was für ein Jahr haben wir? Oh! Was? Medien? Was haben wir noch alles? Warte mal. Das Tor. Oh. Und er ist völlig verrückt. Ich muss zu ihm gelangen. Er ist total verrückt. Ah, was macht er denn? Er zerhaut alles mit seinem Hammer, ey. Ah, sorry. Nase putzen. Ach Mann, ich will nicht immer krank sein, das ist nervig. Das Rätsel ums Gewehr. Ich bin ein kleiner Türgriff und gar nicht da. Folge diesen Hinweisen und der Weg ist klar. Zum Empfang nun gehe schnell in einem gläsernen Käfig, wo die Blumen blühen hell. Rätsel ums Gewehr. Warum hast du den Türgriff zu meinem privaten Zimmer mitgenommen? Ich habe diese Streiche langsam satt. Bring ihn gefälligst zurück, damit ich mein Gewehr holen und auf Hirschjagd gehen kann. Wenn du das nicht tust, mache ich stattdessen Jagd auf dich. Und VIP-Rekruten. Wladimir, ich muss dich nicht daran erinnern, dass Thor und Odin ideale Kandidaten sind. Bitte bemühe dich mehr, sie zu rekrutieren. Aha, zum Empfang gehe ich schnell in einem gläsernen Käfig, wo die Blumen blühen hell. Und die Türen sind offen. Türen? Alle Türen jetzt? War gut. Oh je, ich ahne Schreckliches. So, ich gehe aber erst nochmal hier rein. Weil ich will noch ein paar Sachen abladen. Ich muss noch ein paar Sachen abladen, weil wenn ich jetzt das Jagdgewehr bald bekomme, dafür habe ich überhaupt keinen Platz. So gar nicht. Guck mal. Ich habe gerade sowieso nichts frei, aber... Ah. Was soll ich denn machen? Soll ich irgendwas wegschmeißen bald? Oder ich benutze einfach mal mehr Kram, wie sieht's aus? Das reicht. Wir haben schon 11 Schuss für das Gewehr immerhin, ne? Signalrakete habe ich auch noch nicht benutzt. Wahrscheinlich ist das so das krasseste überhaupt. Ist hier nass? Soll ich hier durch Wasser laufen? Überall Pfützen.
gluckert es auch noch überall. So, wo die Blumen blühen, hell, das ist doch hier, Glas. Geht zum Empfang. Kann ich auch überall rein, übrigens. Was ich sehr gut finde. Ja, nehmen alles mit. Hab ja noch nicht genug. Oh, da ist er ja. Der Türgriff. Ich krieg jetzt ein Jagdgewehr. Wäre voll lustig, wenn das dann alles nur so Einbildung ist und Saga rennt da rum und schießt die ganze Zeit irgendwelche echten Leute tot. Das habe ich beim ersten Jahr auch schon so vermutet. Wenn das so wäre, das wäre echt. Hier konnte ich auch nicht rein, ne? Was zum Öffnen? Ne. Yes. Ach, guck mal, der Hund. Der hat Klamotten an. Der Kult stürmt die Lodge. Ilmo war nervös, seine Handflächen waren feucht. Er ließ sein Telefon sinken. Malekith hebt nicht ab. Jakko schüttelte den Kopf und deutete auf sein eigenes Telefon. Genau wie bei Thornton. Ilmo gefiel das nicht. Auch in der Werkstatt war in Watery ging jemand ans Telefon. Irgendetwas war los. Es musste der Schriftsteller sein. Das musste einfach so sein. Die Koskeller-Brüder kauerten im Gebüsch gegenüber der Elderwood Park Lodge, deren Lichter in der Nacht leuchteten. Sie konnten nicht länger warten. Die Brüder wussten, dass Saga in Watery war, um ihren Wohnwagen aufzusuchen. Wenn sie jetzt gingen, war das ihre einzige Chance, dies zu tun, ohne sie zu verletzen. Ilmo stand auf und eine Schar von Hirschmasken schaute in seine Richtung. Okay, das ist es. Der Schriftsteller ist das Ziel. Wenn er ausgeschaltet wird, ist alles vorbei. Es schießt den Feind nur, wenn es sein muss. Dies ist unser großer Moment. Wir wachen in der Nacht. Die Menge murmelte ihm den Spruch zu. Ilmo drehte sich zum Hotel um. Er konnte Sagas Partner im Fenster sehen. Ilmo klopfte seinem Bruder auf die Schulter. Die Brüder setzten ihre Masken auf. Der Kult des Baumes war bereit. Ja, und dann sind sie alle gestorben. Ach du Scheiße. Überall Blut, die Masken. Oh, ich finde das so doof, dass sie das wirklich waren. Yes, bereit für den Kampf. Und nochmal so ein Hirsch. Oh. Sie sind so weich. Und traurig. Ja. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich kann da bestimmt noch was verbessern jetzt. Ja, da ist noch Platz für ein weiteres Magazin. Was ist da los? Long Range. Erfolgreiche Folgetreffer senken erheblich die Zeit zwischen den Schüssen. Wenn du stehst, kannst du den verbesserten Fokusmodus nutzen. Dies sorgt für perfekte Genauigkeit, lenkt Schüsse auf feindliche Schwachstellen und verursacht mehr Schaden. Die Kugeln durchdringen den Dunkelschild des Feindes. Oha, den Dunkelheitsschild. Das ist ja krass. Das ist richtig krass. Brauche ich dir jetzt gar nicht ablasern. Warte mal. Ich muss mal wieder eine Tasche finden hier. Bei ihr kann ich ja Taschen finden, bei Alan muss ich das durch das Wort der Dinge. Scheiße! Das Hochwasser drückt auf. Alter, was ist das? Meine Güte.
Komm, komm, komm. Deswegen ist hier alles so nass. Gale wird besessen. Gale Barrows starrte auf die Röntgenaufnahme seiner Brust. Es war in seinem linken Lungenflügel. Es fühlte sich an wie ein schwarzes Loch. Eine Öffnung zur Dunkelheit. Er fühlte sich, als würde er ertrinken. Er hustete und hustete und hustete. So heftig, dass sein ganzer Körper und seine Seele verdreht und verstümmelt sich anfühlten. Ja. Auf den Kopf gestellt und von innen nach außen gestülpt. Mit jedem Husten wurde das schwarze Loch größer. Es fühlte sich gut an. Es zerriss ihn, aber es fühlte sich gut an. Gale lag im Sterben. Das schwarze Loch saugte alles Gute aus ihm heraus. Er stellte sich vor... Was? Er stellte sich vor, hindurchzusehen. In die Dunkelheit. Das schwarze Loch grinste. Gale konnte sich seiner Anziehungskraft nicht entziehen. Er verehrte es. Gale opferte sich ihm. Mit Blut. Gale Burrows, Gewaltausbrüche als Folge einer aggressiven Demenzerkrankung. Er sollte, wann immer es möglich ist, gefesselt werden, bis eine Dosis gefunden wird, die seine Aggression unterdrückt. Harry. Na dann. So viel Kram. So, lass mal kurz überlegen. Wir waren jetzt hier. Nee, das war zu. Oder? Naja. Patientenzimmer waren wir. Da waren wir, da waren wir, da. Ah, wie gesagt, ich guckte mal kurz. Ja, doch, hier waren wir. Wen besiegt jetzt? Ich muss Tor einholen. Der ist durch die Küche und hinten raus wahrscheinlich, ja? Oh, schön. Maintenance in progress. Aber dann hier. Ich habe in der Cafeteria eine Schachtel mit Jagdgewehrmunition gefunden. Rose, ich glaube, du hast sie wieder dort vergessen. Du solltest wirklich vorsichtiger sein. Lass dir eines von einem Waffenliebhaber gesagt sein. Schließe sie immer weg. Komm und hol sie dir ab, wenn du Zeit hast. Ich habe den Tee gekauft, den du mir empfohlen hast. Ich kann dir eine Tasse machen, wenn du willst. VB. Und Sachen. Selbstgestrickte Fäustlinge, ein Notizbuch mit täglichen Essensplänen und schönen ein schöner Federhalter, eine antike Haarspange. Sehr hübsch. Richten Sie Ihre Fragen bitte an Rose. Das ist alles voll riesig hier. Oh, guck mal, da liegt noch ein Verband. Wie viele Verbände hatte der denn um den Kopf, bitte? Das muss Thor gehört haben. Naja, ich weiß ja nicht, so ein Ballpoint-Hammer. Alter! Das sieht nicht gerade aus wie Mjölnir. Ach so, hat er. Was nicht aufheben, das ist ganz furchtbar. Wie viel Zeug die hier haben? Den geht nicht so schnell das Essen aus. Ist das scharfe Soße? Ist so ein Mexikaner drauf. Sag mal, alte Leute und scharf, verträgt sich das so gut? Ich weiß ja nicht. Schlecht für dich! Tor! Warte!
Sepia Weaver, ich weiß, dass du es bist. So ein Verhalten ist nicht okay. Lass ihn los! Tor! Verdammt. Er ist weg, oder? Aber Cynthia ist doch die Gute. Finde einen Weg in den Übergang und rede mit Rose am Teich. Sag mal. Spinde? Ja. Ohne Spaß, wie soll ich das alles loswerden, diese ganzen Items hier? Ich meine, ich sammle ja auch immer fleißig, aber das macht ja auch Spaß. Sachen sammeln. Das Beste. Ah. Ich wünschte mir so sehr, dass ich jetzt hier den Seitenschneider bald bekomme. Oh, es gibt auch noch einen Keller. Alter. Da liegt eine Leiche. Okay, ich gehe erstmal zu Rose. Wo ich jetzt irgendwas hier vorher mache. Rose ist einfach verschwunden. Ist Cynthia vielleicht dann doch vom Bösen irgendwie beseelt worden? Obwohl sie eigentlich die Streiterin des Guten war, wenn man so will. Was war das? Wo ist Thor hin? Was zur Hölle wollen Sie damit sagen, Saga? Thor ruht sich im Wellness Center aus. Schon vergessen? Was? Wir beide haben gesehen, wie er in den Teich ist. Okay. Verarschen Sie mich, oder ist das wieder die Geschichte? Ganz ruhig. Keine Schimpfwörter, bitte. Wow. Sie lügt mich offensichtlich an. Warum? Die abknallen. Roses Lügen. Rose sah Thor in den Teich gehen. Warum lügt sie mich an? Die Geheimmission für Ellens größten Fan. Die Heldin wird sagen, Wake ist zurück. Wir sind alle Figuren seiner Geschichte. Meine Güte. Ich bin nicht seine verfluchte Figur. Aber ich kann das nutzen, damit Rose aufhört, mich anzulügen. Wake ist zurück. Jo, Cynthia Weaver. Cynthia nahm Thor mit. Was ist mit ihr passiert? Wenn Dunkelheit in den Geist eindringt, dann wird man verwirrt. Ich habe ihre Lampe in den Schuhkarton gelegt. Wie nennt man eine Lampenlady ohne Lampe? Spricht Rose von Cynthia oder von sich selbst? Oder beides? Ja, man nennt sie halt Lady, ne? Aha. CCTV-Aufnahmen vom Tor, der sich auffällig verhält. Sieht so aus, würde er gegen nichts kämpfen oder vielleicht gegen sich selbst. Wäre alles abgeschlossen. Wurde von der Dunkelheit markiert. Ich spüre es. Ich stehe in seinem Zimmer. Sollen wir wohl feststellen. Er stand im Teich. Ein weiterer Übergang. Es muss einer sein. Wie komme ich hinein? Ah. Cynthia und Thor und Übergangsritual. Wake sagte Rose, ich solle nach der Heldin Ausschau halten, nur sie würde helfen. Aha. Übergangsritual. Rose. Wake ist zurück. Oh mein Gott. Sie sind die Heldin. Sie sind hier, um Ellen zu retten. Oh, tut mir leid, dass ich sie nicht ins Wellness Center lassen wollte. Ich habe Thor und Gale dort eingesperrt, nachdem sie durchgedreht sind. Ich wollte nicht, dass sie verletzt werden. Hier. Diese Seite hat mir Wake für sie gegeben. Ach, hat er? Und sie werden meine Schlüssel brauchen. Oh, endlich. X. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Durch das Gartenfenster drang ein Licht hinein. Die Horrorgeschichte hat Thor vor mir erreicht. Ich muss ihn retten. Saga der Schlüssel zu diesem Übergang ist die Old Gods of Asgard-Platte.
Odin weiß bestimmt mehr. Ah. Saga öffnet den Übergang im Valhalla Pflegeheim. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte sie Saga nicht finden können. Als sie dort stand, fühlte sich Saga entblößt. Sie erwartete, dass die Schatten lebendig werden würden. Die Nadel knisterte auf der Schallplatte. Das Lied schwoll an. Odin hatte gesagt, es sei für sie und ihre Mutter geschrieben worden. Die Entschuldigung ihres Großvaters. Das Wehklagen eines alten Mannes. Sein Herz war gebrochen. Er versank in der Dunkelheit. Odin hatte gesagt, dass das Lied ein Weg sei, Thor zu erkennen, ein Weg, ihn zu finden. Durch das Gartenfenster drang ein Licht herein. Das war die Stelle, an der Thor im Teich verschwunden war. Saga wusste, was sie zu tun hatte. Na gut, oh, wir haben noch Profiling. Odin, die Platte. Die Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben, wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Ach, Saga, es ist doch nur die Geschichte. Warum redet sie sich das ein? Das ist alles nicht... Ja gut, vielleicht sind sie ja wirklich verwandt, aber ich glaub's nicht. Ehrlich gesagt. So. Laut der Seite wird sich die Platte im Übergang öffnen. Oder bestimmt die Seite es vorher. Spiele ich die Geschichte nur mit? Ja, ich glaube, du spielst nur mit. Wir bewahren die Schallplatte im Museum auf. Sie muss für sie wichtig gewesen sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alles so ist. Das hat Alan nur geschrieben, um die Geschichte halt zu retten irgendwie. Ah ja. Aber da ist noch ein Pavillon. Es ist so schön hier draußen. Guck mal, das ist so idyllisch. Die alten Leutchen, die haben es richtig gut. Ich kann mir vorstellen, da gibt es Pflegeheime, die sehen ganz anders aus, also. Nicht wirklich schön oder heimelig. Was haben wir denn hier? Odin verliert ein Auge. Wir schreiben das Jahr 1988. Ein Schlagabtausch zwischen den Göttern. Am Rande des Cauldron Lake, hoch über seinem dunklen Wasser. Der Donner dröhnt. Die alten Götter stehen etwas noch Mächtigerem gegenüber. Etwas, das noch schwieriger zu definieren ist. Oder, um die Perspektive zu ändern, allesamt rasende Verrückte, gefangen im Rausch einer gemeinsamen Wahnvorstellung. Die alten Götter, die Korsaren aus dem Meer der Nacht und der Dunkle, der sich danach sehnte, dazwischen zu stehen und der schon immer dazwischen stand und bald dazwischen stehen würde. Aha. Wir helfen euch. Ihr haltet euch von unserer Familie fern, knurrte Thor Andersen über das Donnern hinweg. Ja, bis ihr alle zu mir kommt, kam die Antwort. Das wird nie passieren, rief Odin. Ich werde das als Pfand nehmen, damit ihr euch an unsere Abmachung erinnert, sagte der dunkle Gott. Blut wölbte sich aus Odins Gesicht, als er auf die Knie fiel. Ein Lichtstrahl traf die dunkle Gestalt auf der Klippe und damit war sie verschwunden. Thor eilte zu seinem Bruder. Ist alles in Ordnung mit dir, Bruder? In diesem Moment war er praktisch blind. Die Augenklappe bedeckte sein linkes Auge. Seine Hand lag auf der nun leeren Augenhöhle seines rechten Auges, aus der Blut sickerte. Odin fluchte. Der Mistkerl hat das falsche Auge genommen. Okay. Hat er schon mal vorsorglich die Augenklappe drüber gemacht? Aha. Hiking or climbing prohibited in this area. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Ah. Natürlich geht das nicht. Ach, guck mal, hier ist aber auch alles... Ja, hier ist halt wegen dem kleinen Teich dicht und hier brauchen wir wieder... Oh, es gibt neue Optionen fürs Gespräch.
Ah. Brauchen einen Bolzenschneider. So, damit haben wir das auch markiert. Jo. Dann reden wir nochmal kurz mit Rose. Was ist gerade mit Thor passiert? Cynthia hat ihn mitgenommen. Oh, ich wusste, dass jemand Thor beeinflusst. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser hier. Aus den Rohren kommt schwarzes Zeug. Oh. Cynthia steckt wahrscheinlich auch dahinter. Hat Cynthia eine Verbindung zum Kult des Baumes? Oh nein. Dafür ist sie viel zu gebrechlich. Aber früher war sie die beste Verteidigung der Stadt gegen die Mächte der Finsternis. Naja, nach Ellen. Aber jetzt hat sie sie wohl erwischt. Aha. Wake ist in Gewahrsam. Wie waren Sie in Kontakt mit ihm? Er hinterlässt mir Nachrichten in Zeitungen und Büchern. Einmal hat er mir sogar mit einer Wolke geschrieben. Wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, spricht er im Traum zu mir. Okay. Und was sagt er Ihnen durch diese Wolken? Wie ich ihm helfen kann, wie ich mich schützen kann, Rezepte, wie man Besessene tötet und mehr. Ich habe in letzter Zeit auch einige beschriftete Seiten gefunden. Er arbeitet wohl an einem neuen Buch. Wie aufregend! Sie müssen die Bewohner hier wegschaffen. Es ist nicht sicher. Oh, sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken. Sie haben ein schönes Leben geführt. Sie sind widerstandsfähig. Ich habe bereits allen gesagt, dass sie am Sammelplatz auf der Veranda warten sollen. Alle paar Monate gibt es eine Übung. Ich bin so stolz auf Sie. Ich bin beeindruckt, wie vorbereitet Sie sind. Wir sind an solche Dinge gewöhnt. Sie hört sich an, als würde sie von ihren Kindern reden. Sie hinterlassen überall diese Alex Casey-Brotdosen, oder? Hm, schuldig. Das waren alle Ellen-Behälter, die ich online finden konnte. Er sagte mir, ich solle die Besessenen in der Stadt töten. Und irgendwo musste ich meine Ausrüstung verstauen. Und ich habe Mandy May rekrutiert, um sie zu markieren. Die Verstecke können sie natürlich auch nutzen. Immerhin sind sie die Heldin. Tja, was meinst du, was ich die ganze Zeit mache? Ich habe sie schon benutzt. Wake sagt ihnen, wie man Besessene tötet? Oh, natürlich. Sie sind die Heldin, also wissen sie das bestimmt schon. Alles, was man dafür braucht, ist ein starkes Licht und extreme Gewalt. Ganz einfach. Das Schwierige ist nur, die Leichen zu verstecken. Alter. Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Leiste nur meinen Beitrag, Schwester. Du bist Bundesbeamtin. Du müsstest wissen, wie du darauf reagierst. Und zwar, indem du ihr sagst, dass es ganz doll pfui ist, wenn sie einfach Leichen versteckt. Naja gut, in dem Fall sind es ja wirklich Besessene. Thor ist Cynthia gefolgt, weil Cynthia ihn verwirrt und seinen Kopf verwirrt hat. Ach ja. So kann man es natürlich auch ausdrücken. So, was haben wir hier? Alex Casey Lunchboxen. Es war Rose. Die Lunchboxen, die ich gefunden habe, hat Rose für sich und die Heldin zurückgelassen. Wer ließ sie zurück? Rose und Mandy May. Rose Marigold hat die Lunchboxen für mich dagelassen. Alan Wake hat es ihr aufgetragen. Ich schulde ihr wohl was. Deswegen hat sie dann immer irgendwo hingestarrt und dabei gelächelt. Also... vielleicht ist sie gar nicht so verrückt und vielleicht ist sie gar nicht so doof. Ich dachte eigentlich, sie wäre halt eine Böse, aber ist sie nicht. Rose ist verantwortungsvoll, verwendet Vorräte, um Besessene für Wake zu töten. Das ist ja süß. Ich finde nur, diese Besessenheit geht ein bisschen zu weit. Wake erklärte ihr, wie man Besessene tötet. Sie glaubt, dass sie für ihn gearbeitet hat. Das ist ja falsch. Hier, Rose Marigold. Abgeschlossen, kein Kultmitglied. Ach, da bin ich aber erleichtert. Oh Mann, warum die beiden? Ich finde es so schade. Seh nicht Kultmitglied. Fakt versus Fiktion. Odin. Mama ist mit mir weggezogen wegen Thor. Thor wollte sich entschuldigen, aber er hatte nie die Gelegenheit dazu. Warum ist Mama weg? Von den wenigen Sachen, die Mama erzählt hat, gibt das hier tatsächlich Sinn. Stimmt es wirklich, was Thor getan hat, dass Mama gegangen ist? Oder was hat Thor getan, dass Mama gegangen ist? So. Soll ich erstmal in den Keller? Da lag eine Leiche.
Hat sie hier die ganzen Leichen versteckt vielleicht im Keller? Und jetzt, wo hier das Hochwasser wieder kommt? Okay. Tauchen die alle wieder auf? Ah, Cynthia! Das ist vielleicht Vlad? Alter, wie böse das aussieht. Kann ja echt überall hin. Oh nein. Nö. Er hat nichts mehr aufnehmen, es ist doof. Ach. Hab ich. Oh, ich habe sogar eine Karte für den Keller. Arbeitsplatz, Lager, Wäscheraum. Heizraum. Erinnerung. Mehr Sicherung kaufen. Viel mehr. Beschissene alte Geräte brennen immer wieder durch. VB. Bewegt sich nicht. Oh. Bleibt gar nicht gruselig hier. Aber ich wette, danach ist der Wasserspiegel noch weiter gesunken. Barry kämpft mit den Künstlern. Wheeler war der Agent eines manisch-depressiven prominenten Schriftstellers, Alan Wake. Wake hatte diverse Suchtprobleme am Hals, ein gelegentlicher Todeswunsch. Wheeler hatte schon einiges gesehen. Wheeler zahlte eine Menge Geld für einen guten Psychiater. Er ließ sich davon überzeugen, dass all die Albträume, die er gesehen hatte, bevor Wake sich selbst ertränkte, nur Einbildung waren. Posttraumatische Belastungsstörung. Jetzt hatte er Pillen, um die Schatten aus seinem Schlaf zu vertreiben. Aber die Andersons waren ganz anders. Die Albträume begannen sich wieder einzuschleichen. Oder vielleicht lag es an den Drogen in der Luft. Wheeler hoffte, dass es die Drogen waren. Oh. Die Andersons waren uralt, Vampire. Nach jedem Auftritt und der anschließenden Party brauchten sie Wochen, um sich davon zu erholen. Und das taten sie nie ganz. Jedes Mal erwartete Wheeler, dass sie abkratzen würden. Ja komm, also wie alt sind denn die beiden? 80, 90, gefühlt... 100, also gefühlt. Oh mein Gott, das ist einfach viel zu viel Zeug. Komm, ich leg das Jagdgewehr mal weg. Oder die Armbrust. Hallo? So. Damit ich ein paar Upgrades dafür hab. Bäh. Komm ich denn jetzt her hier? So. Ich nutze die anderen Waffen gar nicht mehr, weil ich so viele Armbrustpfeile habe. Oder Bolzen. Ja, komm. Von der anderen Seite verschlossen. Hä? Moment. Moment. Da komme ich gar nicht rein. Da ist ja noch ein Bolzen. Sie hat nicht mal die Leiche kommentiert. Finde ich schon ein bisschen krass, dass da einfach so eine aufgeblähte... Also ja gut, jetzt nicht aufgebläht. Er ist halt vielleicht ein bisschen dicker. Aber dass da halt einfach eine Leiche rumliegt und sie sagt gar nichts dazu. Was war das denn? Fest verschlossen. Ja, was machst du? Ich wollte nicht zurück. Oh Leute, ich merke gerade, die Zeit ist ja schon vorbei. Ja, ich habe einen kurzen Cut eingebaut und jetzt ist die Zeit wieder... Naja, gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Alan Wake 2. Tschüss.